Ja, hallo meine Lieben. Heute waren wir mal wieder zur Emigration. 90-Tage-Meldung. Ich war noch keine halbe Minute drin. Es war nur ein Fahrrang da und zwei Mitarbeiter. Das ging also so schnell. Ja, das macht dann so richtig Spaß. Anschließend gehen wir jetzt natürlich hier wieder lecker essen. Hatte ich euch ja schon mal gezeigt, das ist ja nicht neu. Ich hatte ja auch gesagt, wir gehen dann hier essen. Ja, muss nur aufpassen, wo ich hintrete, weil ich bin barfuß und es ist von der Sonne ganz, der Boden ganz schön heiß. Hier unten sieht man schön die Fische schwimmen. Schöne Pflanzen. Ja, übrigens, gestern kam meine Drohne, mit der ich ja filmen wollte. Die Betonung liegt auf wollte. Ich habe die unter der Terrasse kurz getestet. Die ist dann auch schön hochgeflogen. Das hat alles funktioniert, auch koppeln mit dem Handy. Ja, die ist dann so einen Meter hochgeflogen. Dann kam eine Windböe und dann ist er auch gelandet im Koi-Teich. Und Wasser und Elektronik vertragen sich immer noch nicht. Ja, das bedeutet, das Teil ist kaputt. Jetzt müssen wir erst mal schauen, was wir machen. Ich zeige euch einfach mal hier noch ein bisschen, was die alles Leckeres haben. Auch eingelegte Sachen. Die Bedienung bringt mein Chang. Mehr Werbung darf man ja nicht machen. Hier, guckt euch das mal an, wie lecker das alles aussieht, wie frisch. Für Papayasalat zu machen. Ja, die haben hier immer Sachen zum Verkaufen. Ja, die Ventilatoren laufen. Heute haben wir keine Live-Musik wie beim letzten Mal. Wir haben natürlich viel zu essen bestellt. Aber den Rest nehmen wir einfach mit. Wir können dann essen, auf was wir gerade Lust haben. Ja, und hier... Moment. Ja, sie hat mir gerade gesagt, frischer Salmonsalat gibt es heute keinen. Sie haben keinen frischen Salmon. Ja, und bevor ich da so einen alten Fisch bekomme, ist das auch gut. Hier könnt ihr mal die Reisfelder sehen. Guckt euch mal dieses Grün an. Wahnsinn. Ich meine, die Zuschauer in Thailand, die kennen das alles, aber in Europa, sie kennen das nicht. Deswegen zeige ich das. Auch welche, die in Urlaub waren hier, müssen es nicht unbedingt gesehen haben. Also ich liebe dieses Lokal, es ist alles immer lecker. Ja, das war's mal wieder für heute. Länger will ich gar nicht filmen, vielleicht gibt es heute am Tag noch was. Dann informiere ich euch. Ja, meine Lieben, ich hatte die Pommes extra geordert, zusammen mit dem Hauptgang. Aber das schaffen die nie. Also essen wir jetzt schon mal ein paar Pommes. Und hier haben wir ein Herzchen für unseren Porivat. Gung, die Garnele. Und sein Name von der Mutter ist Gung. Ja, dann fangen wir mal an zu essen. So, das nächste Essen ist aber auch direkt gekommen. Ich habe hier Garnelen mit viel Knoblauch gegrillt. Und jetzt guckt euch mal den Fisch wieder an. Mmh. Lecker, 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 lecker. Grünen Pfeffer dabei. Diesmal ist er ein bisschen anders wie beim letzten Mal, aber das ist egal. Dann wie gesagt hier meine Pommes dazu. Er hat seinen Reis.
einfach gut. Jetzt wünsche ich uns einen guten Appetit. Ja, meine Lieben, das ist der Rest vom Schützenfest. Da ist nichts übrig geblieben. Wir brauchen nichts mitzunehmen. Es ist einfach super lecker hier. Also spätestens in 90 Tagen bin ich wieder hier. Beim letzten Mal hatten sie zu. Einfach nur super. Ja, man hat dann so einen kleinen Beistelltisch noch dabei. Geht zwei Stufen hoch und sitzt hier ganz gemütlich auf den Kissen hier. Gemütlich, ja gut, ich musste mich jetzt mal anders setzen auf die Bank, weil ich bin es natürlich nicht gewohnt, so die ganze Zeit in der Hocke zu sitzen, aber zum Essen ist das einfach nur schön. Jo, was gibt es sonst noch zu berichten? Mal schauen, was wir nachher noch anstellen. Ich wünsche euch was. Bleibt dran.